Servus. So, wir hatten ja letzten Auftrag, Vertrag gemacht. Gucken wir mal. Ne, genau, es ist noch kein Update wieder gekommen, also es gibt noch nichts Neues. Sozusagen bauen wir jetzt unser eigenes Haus. Was wir ja letztens schon in die Fortsetzung. Oh. Dort wollte ich jetzt nicht drauf. Das war jetzt falsch. Hier wollte ich jetzt nicht hin. Nee. Verlassen. Genau. Spielen wir das. So, ich muss Sandbox. Welches war denn das jetzt, wo ich jetzt drauf muss? Inoffizekt? Oder Planer? Ich glaube Sandbox oder was noch? Größe. Achso, ich kann ja erstmal aussuchen, wo. Genau. Detail, nö. Ich nehme die amerikanische Vorstadt. Und zwar 16x16. Ach nee, ich habe ja das ganz große gehabt. Ich habe ja 30x30 gemacht. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Ich habe glaube ich für das ganz große geplant. Werden wir gleich sehen. So, ich muss mal zu meinem Zeichentisch gehen und laden. So, welches ist jetzt hier das Richtige? Da habe ich jetzt hier zwei hier drin. Audio Safe aus 1. Ja, genau dasselbe als hier. So. Wir tun das jetzt einfach mal laden. Ist es hier, wenn du beladen bist? Ja. So, genau. Ist das? Ich hab das mit dem Balkon sehen gekriegt. Ja. Da müssen wir nicht einfach hier im Obergeschoss tragende Wand verschieben. Warum ist hier offen? Müsste hier nicht zu? Keine Wand. Ist ja eh keine Wand eigentlich mehr. Gut, wir prüfen das, lassen wir das mal prüfen. Alle anderen fangen an. Gut, dann bestätigen. Ja. So, und da können wir uns loslegen. Dann fangen wir mal an mit unserem eigenen Haus. So. Achso, nee, ich brauche eine Schaufel. Nee, da will ich nicht hin. Ja, genau. Schaufel. So, werden wir mal halt unser eigenes Haus machen. Haben wir ja letztens zusammen schon geplant gehabt. Ich muss ja bloß nochmal geguckt haben, wie das mit dem Balkon funktioniert. Ich hab's auch noch hinkriegt mit dem Balkon, was ich bloß eigentlich wie dort oben, dort wo der Balkon hin soll, die tragenden Wände entfernen und nach innen versetzen. Und schön hast du da einen Balkon. So. So, jetzt müssen wir, jetzt hier einkaufen. Was hier? Genau. So, wir brauchen erstmal Schaltungen. Wie viele? Weiß wieder keiner, ne? Ne. Okay. Was haben wir
Geld. Unendlich? Ja. Achso. Na dann ist ja gut. So, bei Fähigkeiten. Was kann ich denn da hier noch? Level 1. Kapazität nicht mehr vor. Achso, weil ich die noch nicht oft genug befüllt habe. Herstellen. Wir erst 30 noch. Hm. Diamantenschaf. Hier sind wir Level 3. Laufgeschwindigkeit. Laufkilometer. Hä? Ich bin doch bestimmt schon mehr Kilometer gelaufen. Ich bin doch keine Kilometer gelaufen. Das kann nicht sein. Das kann eigentlich nie sein. Dass ich noch keine Kilometer gelaufen bin. Das kann irgendwie nie ganz hinhauen. Wände streichen. Nur noch nie. Ganz Level 3. Nee, da fehlt uns noch ein bisschen was. Na jetzt. Okay. Wir brauchen 100. 300. 500. 500. Achso, hier ist ja gar nicht mit Anlieferung, stimmt ja. Hier hast du das ja sofort. Das war ja in dem anderen Spiel, wo du auf die Anlieferung warten musst. So, dann die 1. Dann eigentlich aussieht mein geplantes Haus. Wie lange wir jetzt eigentlich dafür brauchen. Ja, wenn ich mit dem fertig bin, mit dem Haus ist das Spiel ja erst, da habe ich erstmal in dem Spiel nichts weiter zu machen. Bis vielleicht irgendwann mal wieder ein Update kommt und ein paar Verträge wieder gibt. Da können wir die ja dann wieder mal machen, also zwischendurch. Ja, weil nach dem Ausbau würde ich nämlich, habe ich nämlich schon wieder was anderes geplant. Für den Termin, wo das sonst immer kam. Es ist wieder ein LS-Projekt, aber diesmal eins, wo ich. Kann ich euch ja schon mal sagen, falls es euch ja interessiert, könnt ihr dort ja dann auch mal reingucken. Das kommt dann anstatt dem an den selben Tagen, kommt das neue LS-Projekt. Das wäre dann auf einer Karte, wo nichts vorhanden ist, also auf einer näheren Map. Und ich fange bei 0 an. Ich habe 3-4 alte Geräte. Alte, kleine. Und dann mal gucken, wie weit wir dann. Dann müssen wir irgendwie Geld verdienen. Ja, ich hätte es gerne auf einer 16-fach-Map gemacht, aber ich habe da keine vernünftige gefunden. Die ordentlich läuft, ohne Fehler. Also wird es doch, bloß eine 4-fach-Map geworden. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Die Multi-Map, also ein Multi-Frühstück gibt es drauf. Das wollte ich eigentlich schon. Ja, also, wenn das letzte Video kommt, beim nächsten Mal kommt dann ein neues LS-Projekt. Wen es interessiert, kann gerne mit reinkommen. Das wird so wie bei Italien werden. Fortlaufend, ohne großartige Lücken, die ihr nie mitbekommt. Irgendwo habe ich wahrscheinlich, oder? Habe ich das vergessen? Ah ne, habt ihr eure Schriftbetonfundament. Gut. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr, das können wir wieder verkaufen. Ne, falsch.
wieso verkaufen. So. Betonfundament. Wo haben wir unseren Betonmischer? Hier. Was brauchen wir? Beton, oder? Mörtel? Nein. Mörtel nicht. Beton. So. Bist du fertig? Können Sie mal die Schubkarre greifen? Was ist denn los? Jetzt? Die Schubkarrenbedienung ist bei dem Spiel furchtbar. So, wir haben unsere Hälfte geschafft, ne? Wir brauchen auf jeden Fall nochmal. Geschafft. Wohl auf jeden Fall drei Schubkarren. Unglaublich. Unfassbar, was hier drauf geht. Da brauchst du einiges. Jetzt hier einiges rein. Wahrscheinlich sind die ist doch immer einiges kürzer hier. Gut. Kannst du eigentlich jetzt erstmal noch Niedler wieder anstellen? Weil ich weiß jetzt nicht genau, was ich als nächstes nämlich brauche.
erstmal alles macht. Reichen tut es auf jeden Fall. Jetzt die Schubkarre. So. Okay, graben wieder. Ist das alles ausgegraben werden? Na gut, dann müssen wir graben. So, sehr schön. Was will denn jetzt hinein? Sand, oder? Wo irgendwie so. Ist hier Sand rein? Ich glaube ja.
gut, dann. So, nur dann. Mal sehen, wie viel da jetzt hier rein muss. Ob das viel ist oder ob das relativ lange hält. So, das dauert jetzt eine Weile, würde ich sagen. Ja, bin ich auch der Meinung. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Die Schokolade ist leer. Dann müssen wir alles lenken. Boah. Wie schön kann das werden? Das dauert eine Weile. Eine sind zwei solche Bahnen, eine Schubkarre. Eins, zwei, eine Schubkarre. Zwei Schubkarren. Drei Schubkarren. Vier Schubkarren. Fünf. Sechs. Sieben. 8, 9, 10 Schubkorn. 10 Schubkorn muss ich jetzt noch machen. Nicht lassen. Naja.
dass das ein Avenger wird. Naja, das dauert jetzt ein bisschen. Oh, ich bin bei den ersten zwei Bäumen wahrscheinlich ein bisschen langsam gelaufen. Deswegen habe ich da mehr gebraucht. Es ist halt ein großes Haus, also es wird ein großes Haus. Das kennen es noch nicht, aber es wird ja ein großes Haus. Und da braucht man halt, es ist halt eine große Grundfläche. Ich würde sagen, eine dann noch, oder? Oder sind wir mit einer noch? Ich glaub's nicht, dass die jetzt erreicht. Werden wir wohl noch eine Folge machen müssen. Glaub ich nicht, dass das reicht.
Ich glaube nicht mal die wird es reichen. Und wir haben auf jeden Fall einen eingespart. Einen haben wir auf jeden Fall, glaube ich, jetzt eingespart. Ich bin ja immer mehr wie eine Reihe hingekommen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele es waren, aber ich glaube, wir haben eine eingespart. Dann haben wir immer noch mal wenden können und ein Stück zurückfahren können. Deswegen vermute ich mal, dass wir eine gespart haben. Wir haben es gleich geschafft. Naja. Müsste eigentlich reichen. Das reicht. Gut. Gucken wir das hier wieder hin. So, was brauchen wir denn jetzt? Irgendwelche Matten. So, Fundament. Nee. Dann gleich noch. So. Der Jens, erst einmal. Thank you.
Meine Güte. Es sind ja einige, die hier drauf gehen. Achso, dann kommt doch erst nochmal Beton rein. Na gut. Dann Beton. Bitte machen. Nudel Beton. Und dann kommen erst die Dämmung rein. Genau dran, ne? Mist. Irgendwie ist ja wieder was verschwunden. Na gut. Dann machen wir weit genug dran, das Tor wahrscheinlich.
Gut. Ich sehe gerade, wir sind ja schon wieder eigentlich ein bisschen drüber. Aber ich würde sagen, wir machen das noch fertig. Und dann werde ich das Video erstmal beenden. Kommt hier noch was? Das sind 20%. Also das kann ich dir nicht sagen. Eine Schubkarre werden wir noch brauchen und dann müsste das eigentlich reichen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Beine auch noch fertig kriege. Respekt. Eigentlich kriegen die Besitzer immer, ist die immer zweimal zu 100% voll. Warum? Würde ich jetzt nicht mehr voll. Das ist ja die Schaltsteuerung der Schubkarre. Das müsste eigentlich noch mal reichen, würde ich mal sagen.
auch nicht recht schnell über. So, das ist der. Sehr schön. Es gibt mir auch eine Ecke. Erstmal aus hier. Das Ding. So, jetzt müsst ihr eigentlich. Nee, wir machen, genau. Hat schon gesagt, wir machen jetzt erstmal das Video. Werde ich jetzt erstmal beenden und wir werden dann im nächsten Video damit weitermachen. Bis dahin. Tschüss.